Seit 20 Jahren zeichnet sich ab, dass die Grundsteuer verfassungswidrig ist. Vor 5 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht genau das festgestellt. Jetzt haben die Bürger gerade einmal 4 Monate Zeit, ihre Steuererklärung für die Grundsteuer abzugeben. Und das soll elektronisch erfolgen. Was passiert als erstes? Die elektronische Steuererklärungsplattform Elster bricht zusammen. Und das ist nicht das einzige Problem. Darüber müssen wir reden. Die Digitalisierung der Abgabe der Grundsteuererklärung erinnert mehr und mehr an einen schlechten Witz. Es ist zum Beispiel so, dass die Bürger die Daten bei dem einen Amt abholen müssen, um sie dann beim Finanzamt digital wieder abzugeben. Wie beispielsweise die Fläche des Grundstückes vom Grundbuchamt zum Finanzamt. Noch absurder wird das Ganze bei Daten, die nur der Staat kennt, wie zum Beispiel die Bodenrichtwerte. Diese muss man im Online-Portal abholen, um sie dann wieder beim Finanzamt einzugeben. Mit Digitalisierung hat das wenig zu tun und lässt Erinnerungen wach werden an die Passämter, wo man sein ausgedrucktes Bild mit hinnimmt, das dann dort wieder eingescannt wird. Digitalisierung stand 1990. Noch absurder ist es allerdings, wenn dann, wie am Wochenende geschehen, die digitale Plattform zur Abgabe der Grundsteuererklärung Elster zusammenbricht. Denn es war die Finanzverwaltung, die alle Bürger dazu zwingt, ihre Grundsteuererklärung über die Sommerferien in gerade einmal 4 Monaten abzugeben. Das gilt für Millionen von Grundeigentümern und da muss man sich nicht wundern, wenn an einem Wochenende mal über 100.000 Menschen gleichzeitig versuchen, dieser Pflicht nachzukommen. Wenn die Plattform dann zusammenbricht, kann man in der Finanzverwaltung entweder nicht richtig rechnen oder aber das Internet ist immer noch Neuland für die Finanzverwaltung. Beides keine wirklich beruhigenden Gedanken. Die Forderung von Haus und Grund, die Frist zur Abgabe zu verlängern, entpuppt sich damit im Nachhinein nicht als eine Unterstützung privater Eigentümer, sondern als eine Hilfe für die Finanzverwaltung, die sie vielleicht jetzt umsetzt.